Staatssekretär für das Verkehrsministerium und digitale Infrastruktur. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kraft von der AfD, auch wenn ich Ihre politischen Wertungen nicht teile, darf ich Ihnen in einem recht geben, es gibt tatsächlich keine einzige medizinische Studie, die einen kausalen Zusammenhang zwischen den in Rede stehenden Grenzwerten und Todesfällen herstellt. Das ist so. Nun dürfen wir uns in dieser Woche zum wiederholten Male mit dem Thema Diesel auseinandersetzen. Das, meine Damen und Herren, ist gar nicht so schlecht, denn davon sind ja viele, viele Menschen betroffen, vor allem wenn es um die Frage der Zukunft dieser Technik geht. Entweder als Dieselfahrer oder als künftige Dieselkäufer oder als Beschäftigte in der Automobilindustrie oder auch als Bürger, Bürgerin in einer der Städte, die von überhöhten Grenzwerten betroffen sind, dort, wo die Grenzwerte noch, und ich betone noch, überschritten werden. Denn eines will ich vorab festhalten, die Emissionswende in unseren Städten hat längst begonnen. Am Dienstag dieser Woche haben wir ein Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts erlebt, das konkrete Wege aufzeigt, wie mit welchen Maßnahmen die Luft weiter verbessert werden kann. Das Gericht hat aber ausdrücklich keine Fahrverbote angeordnet und es hat sogar hohe Hürden errichtet für die Einführung von Fahrverboten. Und aus Leipzig kam auch ausdrücklich kein Votum für eine blaue Plakette. Denn aus unserer Sicht bleibt eine blaue Plakette das Gegenteil von gezielter Politik. Sie wäre nichts anderes als eine kalte Enteignung von Millionen von Dieselfahrern. Und davor, meine Damen und Herren, werden wir die Menschen schützen. Zumal die Frage zu klären wäre, ob eine blaue Plakette denn überhaupt der geforderten Verhältnismäßigkeit entspricht. Und im Übrigen, falls es um das Thema der Kontrollen geht, falls man doch irgendwo Verbote bräuchte, dann gibt es unserer Ansicht nach intelligentere Möglichkeiten als eine blaue Plakette. Das zeigt schon der Blick in andere europäische Städte. Lassen wir mal die ideologischen Interpretationen weg und wollen nicht weiter das Schlechtreden des Diesel vorantreiben und das Schlechtreden einer ganzen Industrie vorantreiben, dann müssen wir festhalten, die Luft in unseren Städten wird immer besser und besser, und zwar deutschlandweit. Kollege Oliver Wittke wird vielleicht nachher nochmals die Werte äußern, die er diese Woche schon von dieser Stelle aus genannt hat, wie sich die Stickoxidwerte in den Städten verbessert haben. Das ist so zunächst mal zur Kenntnis zu nehmen. Dieselmotoren, auch das will ich sagen, sind nach wie vor ein hervorragendes Produkt deutscher Ingenieurskunst. Unsere Ingenieure haben es geschafft, alle relevanten Schadstoffe aus den Dieselabgasen weitestgehend zu eliminieren. Feinstäube sind seit der Einführung des Rußpartikelfilters kein Problem mehr. Und die Stickstoffdioxidprobleme sind mit dem Durchbruch mit dem SCR-Katalysator ebenfalls in den Griff bekommen. Also seit September des vergangenen Jahres, seit September 2017, erhält kein Dieselfahrzeug mehr eine Genehmigung, eine Zulassung, wenn es nicht den strengen Euro 6D-Temp-Normen genügt. Und mit dieser Norm sind diese Fahrzeuge, Herr Krischer, auch RDE-fähig. Das heißt, dass die Schadstoffausstöße auch im Regelbetrieb, im Realbetrieb deutlich niedriger sind. Deshalb muss man festhalten, neue Dieselfahrzeuge sind sauber. Und mit jedem neuen Dieselfahrzeug, das in den Verkehr gebracht wird, wird die Luft wieder ein Stück besser. Denn nochmals, die Zahl wurde schon genannt, viele Städte stellen rückläufige Emissionswerte fest. Von den 90 Städten haben wir jetzt noch 70, die Grenzwerte überschreiten. Und von diesen 70 wiederum ist ein großer Teil dabei, der die Grenzwerte nur marginal um wenige Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschreitet. Meine Heimatstadt Schwäbisch Gmünd um ganze 3 Mikrogramm. Also, ich bin überzeugt, mit den intelligenten Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, wird es uns gelingen, die Luft auch in den Städten, die noch betroffen sind, bis 2020 so weit runter zu saubern, dass sie die Grenzwerte einhalten. Wir haben mit den Autokonzernen vereinbart,
dass 5,3 Millionen Diesel-Pkw der Schadstoffklasse 5 und 6 nachgerüstet werden. Damit werden wir allein für diese Fahrzeuge bis Ende 2018 die Stickoxidemissionen um rund 30% reduzieren können. Gleichzeitig haben wir Kaufanreize auf den Weg gebracht für moderne Dieselfahrzeuge. Die Hersteller haben sich bereit erklärt, Wechselprämien auszuloben bis zu 10.000 Euro, um damit neue Dieselfahrzeuge besser und schneller in den Markt zu bringen. Wir haben die bestehenden Förderkulissen aufgestockt, für effektive und schlagkräftige Sofortprogramme gesorgt mit dem Thema saubere Luft 2017 bis 2020. 1 Milliarde Euro steht dafür zur Verfügung, um damit genau den Städten, die betroffen sind, gezielt helfen zu können. Wir wollen nicht diejenigen Bürgerinnen und Bürger treffen, die ab und zu in eine Stadt einfahren, sondern wir wollen die Fahrzeuge, die tagtäglich sich in der Stadt bewegen, elektrifizieren oder deren Emissionen mindern. Denn die sind von morgens bis nachts in den Städten, in den Ballungsräumen unterwegs. Da geht es um Busse, da geht es um Taxen, da geht es um Liefer- und Entsorgungsfahrzeuge, um Nutzfahrzeuge und so weiter. Deshalb muss da die Zielrichtung angelegt werden. Elektrifizierung unseres ÖPNV ist ein weiteres Beispiel. Das gehen wir engagiert an, mit entsprechender Unterstützung und auch mit dem Aufbau einer flächendeckenden Ladesäuleninfrastruktur. Beides gehört zusammen. Mit dem Sofortprogramm haben wir auch die Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme auf den Weg gebracht. Mit digitaler Verkehrslenkung können Verkehrsströme wesentlich intelligenter gelenkt werden, wesentlich effizienter gelenkt werden. Und meine Damen und Herren, rollende Verkehre sind immer weniger emissionsträchtig als Stop-and-Go-Verkehre. Das ist offenkundig. Deshalb muss es auch um intelligente Verkehrslenkung gehen. All das, was ich kurz erwähnt habe, zeigt, wir unterstützen unsere Städte, unsere Kommunen schnell und unbürokratisch, um dort die Luft besser machen zu können. Luft heißt, bessere Luft heißt auch bessere Lebensqualität. Und deshalb wollen wir den Trend der vergangenen Jahre fortsetzen und intensivieren. Denn nochmals, die Stickoxidbelastungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen, signifikant gesunken, im Straßenverkehr seit dem Jahr 2000 um fast 70%. Und wenn ich das Vergleichsjahr 1990 bis 2000 zur Rate ziehe oder gar noch vor 1990 zurückgehe, dann waren die Werte noch wesentlich höher. Ich habe 10 Jahre lang in Stuttgart gearbeitet, direkt am Neckartor. Ich müsste eigentlich schon lungenkrank sein. Bin ich aber nicht. So, ich wiederhole, wir werden es bis 2020 schaffen, dass unsere Städte die Grenzwerte einhalten. Wir wollen damit mehr Mobilität erreichen, mit weniger Emissionen. Wir wollen weder Fahrverbote noch eine blaue Plakette. Wir wollen mit intelligenten Maßnahmen unseren Städten und Gemeinden helfen, dass die Luft und die Lebensqualität sich verbessert. Denn mehr Mobilität bedeutet mehr Lebensqualität. Und ohne Mobilität gibt es auch keine Prosperität. Auch der Zusammenhang muss gewahrt bleiben. Denn so sieht unserer Ansicht nach verantwortungsvolle Politik aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Norbert Bartl.